Komachi ist mein Favorit beim Jump. Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal. Ja, war knapp. Wetzel unterm Korb. Oh, der ist interessant. Der Dunking-Versuch und der weite Dreier. Hermansson hat keinen einzigen getroffen im ersten Spiel. Mit Tempo, Hermansson. Guter Move. Klasse, Hermansson. Und genau wie wir gesagt haben, er übernimmt hier direkt von Anfang an Verantwortung, Hermansson, und reißt das Spiel an sich. Oh, gut verteidigt von Olindi. Super. Wieder Hermansson hat die Hand. Mann, der legt los hier. Boah, Jaworski. Schwierigkeit bei der Ballmitnahme. Gut, wieder Olindi. Super Stil Olindi. Also. Ja, ich bin bei dir. Brent Dell entschieden, der jetzt mit zwei Fouls raus muss. Travian Williams, super. Klasse angespielt. Das Rapik. Interessante Aufstellung. Travian Williams jetzt auf der 5. Cicevic, Geschichte, super. Williams. Jetzt kracht's. Naja. Also genau so stellt man sich den Einstand vor. Verläuft Basketball ja immer in so Läufen und Runs und Wellen. Und jetzt ist einfach gerade... Sprechen wir auch mal über Oldenburg. Wie kommt man in die Partie? Hinrichs, das ist jetzt nicht der begnadete Dreierschütze. Das war gut gearbeitet von Cicevic. Und das End One. Ziehst du dir deine Leute ran und sagst, pass auf, Freunde, komm, lass uns ein bisschen besser auf den Ball aufpassen. Ja, also ein Stück weit mit dem Kopf durch die Wand. Der Dreier aus der Ecke. Ja. Road, ja, der tut gut für die EWE Baskets. Hier nochmal der Dreier, da hat er mal ein bisschen Platz. Ben Williams. Oh, super. Klasse, der Pass. Oh, super. Und das N1. Ist auch ab und zu mal dribbeln, aber hier zeigt er, wie klasse er das macht. Und dann auch noch den Blick für den Mitspieler. Könnte was werden mit dem Power Forward für ihn, oder? Hinrichs gefällt mir gut. Gut, sehr gut. Ja. Und Crandall, die Art und Weise, wie er verteidigt. Wir gucken noch mal drauf. Hier, also... Da hält er am Arm noch. Jetzt ist Hinrichs davor. Können wir deshalb nicht sehen, ob... Dow White. So. Wetzel. Leichte 2. Auf der 4 oder auch auf der 5. Jaworski. Wow! Aus der Arena. Schön gewartet. Nö, nö. Olindi mit der linken Hand gemacht. Jetzt hat Jaworski den Wurf. Nein. Oh. Oh! Noch so ein kleines Highlight-Play. Die Chance für Oldenburg, tatsächlich mit dem Dreier auf einen angenehmen Rückstand zu verkürzen. Und sie kommen ran. 19 Punkte war die höchste Führung für Alba Berlin. Jetzt sind wir bei nur noch 10. Hier. Und Jaworski wieder. Wird eigentlich vom Prinzip her gedoppelt von Olindi. Und Bam! Und nächster Blockshot. Bam. Und dann ist es ein Foul. Ein Wahnsinnsverteidiger. Guck mal, er bleibt im Play. Er bleibt. Boom. Ja, wirklich gut. Aber jetzt darf... ja, und keiner hat den Ball in der Hand außer Crandall. Und dann ist es der schwere Assist, aber der super. Fällt schon wieder. Der ist 4 von 4. Kyle Road fehlte mit Schulterverletzungen vorher. Und hier trifft er schon wieder auf. Oldenburg mit guten 7 von 19. Schön und Red super. Ja, und siebter Assist. Und Alba hat eigentlich sofort ein System für Matisek gespielt, der von Jaworski verteidigt wird, der 4 Fouls hat. Komachi mit dem Blockshot. 90. Wirklich sehr schön. Super, 8-0 Lauf. Nächster. Von Alba Berlin. Hermansson. Nee. Gut aufgepasst hat Rhodes, um mal die Chance zu laufen für Oldenburg. Jaworski.
Oh, ganz hoher Wurf, klasse. Nochmal austarieren, was da Sinn macht. Oh, schade, ich dachte, Schormann stopft den durch. Aber war auch so, schöner Cut von Dan Schormann. Spaniolo, der Dreier. Ah, das war schlecht verteidigt von Oldenburg generell und von Hinrichs auch. Super gespielt. Und auf einmal sind 17 toll. Und dann Cicevic. Ja, wobei der Guard mit der Nummer 19 sein Name. So, Jaworski. Ballbewegung, jetzt Jaworski gegen Trevian Williams. Das ist mal Mismatch. Gut gespielt. Und dann, ja, dann kriegen sie. Bean, der ist schwer. Oh, das aber ist bleibt dran beim Rebound. Williams von oben. Wow. Wow. Ah, das ist eine sehr gute Antwort gewesen. Gut, Williams mit dem Stil. Ja. Und Bean. Unterschied machen können oder eine unterschiedliche Aufstellung hätten ausmachen können. Hinrichs spielt ihn gut raus. Rode aus der Ecke. Ja, sein sechster Dreier. Einfach gewartet, hast du gesehen? Der Re-Steal. Und dann irgendwie gut. Geht der Ball über die Mittellinie. Oh! Oh! Der leichte Dank. Haben wir diesen Halt. Guck mal. Zack, bam und weggeguckt. Oh. Zucker. Wirklich. Oh. Allerliebst. Oh. Hat er neue Shortcut gekriegt. Oh. Oh. Also, Point Guard Bewachung betrifft mit dem Ausrufezeichen. Missverständnis. And one. Wechsel. Das kommt auch auf Alba Berlin unter der Woche dann zu, am Donnerstag. Ist kein geringerer! Hoho! Für Oldenburg. Lufer nimmt nochmal den Dreier. Schade. Aber das wäre dann vielleicht auch noch ein Tick zu viel.